Hallo Videofreunde meines Kanals. Heute am 28.04. fahren wir zusammen in Richtung Vogelsberg, dann weiter in die Wetterau-Runde in Richtung Büdingen und dann zurück über Altenstadt und Florstadt nach Hause. Ich hoffe, ihr habt Freude an dem Video und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Links die Amazon-Halle, die noch im Bau ist. Geradeaus ginge es nach Bad Salzhausen, wir fahren aber nach links. Wir kommen nach Borsdorf, das ist ein Stadtteil von Nidda. Hier links eine abgestellte Radaranlage. Dieser Ort heißt Harp, auch ein Teil von Nidda. Hier rechts ab geht es nach Nidda, wir fahren aber geradeaus.
sind mit unseren Freunden unterwegs, die vor uns fahren. Unser befreundetes Ehepaar fährt eine Honda ADV. Hier fahren wir in Oberschmitten ein. Wir kommen nach Eichelsdorf. Hier kommen wir nach Rhein-Roth, auch ein Stadtteil von Schotten. Links kommt man zu dem Bergdörfchen Starnfels. Hier links der Parkplatz zu dem Schottener Stausee. Kommen hier nach Schotten. Auch immer wieder interessant, das Schottener Oldtimer-Rennen mit Motorrädern, meistens im August. Hier rechts ab geht es
zum sogenannten Vogelspark, aber auch auf der alten Schottener Rennstrecke. Ich fahre ja mit meiner Yamaha X-Max 300, die mir sehr viel Freude macht. Wir kommen nach Rudingshain. Das ist auch ein Stadtteil von Schotten. Wir befinden uns hier natürlich schon auf dem Teil der alten Schottener Rennstrecke. Hier geht es rechts ab in Richtung Vogelsberg. Rechts ab ging es wieder nach Schotten auf der alten Rennstrecke. Hier rechts ab natürlich dann zum eigentlichen Vogelsberg, den Parkplätzen und auch natürlich dem Fernsehturm beziehungsweise den Gaststätten. Hier war wohl doch die Neigung zu groß, die ich gefahren bin, und der Ständer hat etwas gekratzt.
links unsere blauen Freunde, die aber keine Verkehrskontrolle gemacht haben. Und hier noch so einer von dieser Sorte. Ja, wir sind wohl doch etwas zu langsam. Ich schätze mal, deren Geschwindigkeit war weit über 100. Hier fahren wir rechts ab in Richtung Grebenhain. Das Ort hier ist Ilbishausen. Oder auch Hochwaldhausen. Hier rechts ab fahren wir dann in Richtung Grebenhain. Grebenhain. Achtung, aufgepasst, hier links stehen ganz fiese Blitzer. Kommen nach Hartmannshain, das ist ein Ortsteil von Grebenhain.
ein Mist, jetzt hat doch wieder eine Fliege das Kameraobjektiv getroffen. Rechts könnte man wieder in Richtung Schotten fahren. Wir kommen nach Gedern. Nach einer kleinen Pause bei Kuchen und Kaffee geht es weiter. Wir biegen ab in Richtung Büdingen. Der Straßenbelag ist wunderbar, man kann ganz gemütlich so dahin rollen. Kommen nach Wennings, ein Stadtteil von Gedern. Hier biegen wir links ab wieder in Richtung Büdingen. Das Fahren auf diesen guten Straßenoberflächen macht auch mit weniger gut gefederten Fahrzeugen wie den Rollern Spaß.
Blindsachsen, ein Ortsteil von Kevenroth. Leider eine Straßensperrung in Richtung Büdingen. Wir müssen rechts ab. Wir kommen nach Dudenroth, ein Stadtteil von Büdingen. Das Ortsteil Wolf der Stadt Büdingen. Ortsteil Büches der Stadt Büdingen. Links ab in Richtung Büdingen. Wir kommen nach Büdingen.
Hier biegen wir gleich rechts ab in Richtung nach Hause. Gleich rechts ab in Richtung Altenstadt. Wir kommen nach Eckartshausen, ein Teil der Stadt Büdingen. Nach Hammersbach. Das ist Limesheim-Rommelshausen. Der direkte Weg nach Altenstadt ist uns leider verwehrt. Wir fahren einen Umweg. Wir kommen nach Höchst an der Nidder, Teil von Altenstadt. Hier fahren wir rechts ab in Richtung Altenstadt. Vor
uns liegt Altenstadt. Wir biegen aber vorher links ab in Richtung Florstadt. Hier geht es rechts ab in Richtung Florstadt und dem Ende unseres Videos zu. Ich hoffe, diese Fahrt hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, wenn ihr das möchtet. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.